diesem Video will ich darauf eingehen, warum man Younes Amiri boykottieren sollte. Aber vorab gesagt, das hier wird kein Hate-Video. Und wenn ihr das Video zu Ende geguckt habt und derselben Meinung seid wie ich, dann zeigt mir das doch mit einem Daumen nach oben. Worauf ich in diesem Video nicht eingehen werde, ist folgendes. Seine Fake-Pranks und Fake-Videos, dass er sich in einem Zug eine runtergeholt hat und sich von seinem damaligen besten Freund dabei filmen ließ, die romantische Beziehung zu seinem Ex-besten Freund, die Tatsache, dass er innerhalb von so kurzer Zeit einfach gefühlt 1000 beste Freunde hatte und jeden einzelnen von denen verraten hat, dass er Jugendliche dazu angestiftet hat, in einem Kaufhaus Böller zu werfen, dadurch eine Massenpanik ausgelöst wurde und sich diverse Menschen verletzt haben, dass dabei der Ruf der Ausländer wieder komplett ruiniert wurde, lasse ich auch komplett außen vor, dass er sich die Ex-Freundin seines besten Freundes geschnappt hat und das nicht so ein Jahr oder so nach der Beziehung, nein, so schön entspannt frisch nach der Trennung, dass er Leute, die er Brüder genannt hat, mit der Veröffentlichung heimlich aufgenommener Telefonate bedroht, dass er sich angeblich in Rossmann auf eine Frau eine... Egal, all diese Sachen lasse ich außen vor. In diesem Video will ich nur auf eine einzige Sache eingehen. Und zwar auf die Tatsache, dass er seine Zuschauer-Fans bewusst verarscht und in eine Kostenfalle lockt. Ihr müsst euch überlegen, er verarscht seine Fans, die der Grund dafür sind, dass er überhaupt diese Placements bekommt, dass er überhaupt diese Reichweite hat, dass er überhaupt mit so wenig Arbeit so viel Geld verdienen kann. Ohne einen Funken Schamgefühl lässt er diese jungen, naiven und treuen Zuschauer ihm gegenüber ins offene Messer laufen. Zudem noch seine ehrenlose Beziehungssituation, in der er sich gerade befindet, für Promo-Zwecke ausnutzt und mit dieser neu gewonnenen Reichweite einen SMS Dienst bewirbt, der reine Abzocke ist. Also Freunde, ich hoffe, ihr habt euer Popcorn rausgeholt und fangen wir mal mit diesem dubiosen SMS-Dienst an namens Bongo. Was ist Bongo überhaupt? Bongo ist ein SMS-Dienst, an dem ihr euren Namen, Wohnort und eine beliebige Frage hinschicken könnt und diese beantworten sie euch dann innerhalb weniger Minuten. Dabei bedienen sie sich nicht nur aus öffentlich zugänglichen Informationen, sondern durchstöbern euer Facebook, euer Instagram, schauen sich an, wer hat wo was geliked, interpretieren dann durch dieses Rumgelike irgendwelche komischen Schlüsse, wie dass Person X auf Person Y steht und sorgen im Endeffekt damit für eine Menge Verwirrung. Aber bei dem Nutzer kommt es dann so rüber von wegen, die kennen sich aber echt gut mit mir aus. Das muss ja richtig real sein. Ich nutze diesen Dienst weiter. Gibt man auf Google den Namen Bongo ein, merkt man direkt, dass da was faul sein muss. Man findet wirklich keine einzige Seite, wo positiv über diesen SMS-Dienst gesprochen wird. Jedoch schaut man sich mal die offizielle Seite von Bongo an, merkt man ganz schnell, was auf einen zukommt. Unter anderem der horrende Preis von 2 Euro pro SMS und die Tatsache, dass du von denen weiterhin angeschrieben wirst, wenn du den Dienst längere Zeit mal nicht nutzt. Das heißt, du wirst so gesehen belästigt. Aber jetzt kommt ja das Hinterhältige an der ganzen Sache. Auf der Seite seht ihr das. Aber wenn ein Younes Amiri ankommt und diese Plattform bewirbt, seht ihr das nicht und es wird auch nicht angesprochen. Und Younes ist nicht der Einzige, der diesen dubiosen SMS-Dienst nutzt. Nein, es sind noch ganz, ganz viele andere. Und wenn ihr wissen sollt, wem ihr nicht mehr folgen solltet, wem ihr nicht mehr vertrauen solltet und wer wirklich ehrenlos ist und keinerlei Schamgefühl hat, seine Zuschauer von vorne bis hinten ausnutzt, die Naivität von denen, die Loyalität von ihnen, dann schaut euch einfach an, wer alles bis jetzt für Bongo geworben hat und ihr wisst ganz genau, wen ihr boykottieren müsst. Bongo hat dieses Game komplett durchschaut. Die bieten Leuten wie Younes Amiri hohe Summen an, damit sie ihre SMS-Dienste bewerben, weil sie wissen, die Zuschauer von denen sind noch jung, naiv und vertrauen ihren Idolen blind. Da kriegt so ein Younes Amiri einfach mal 5000 Euro auf die Hand, bewirbt in 8 aufeinanderfolgenden Stories diesen SMS-Dienst und liefert denen wieder haufenweise naiver, dummer Kinder, die gar nicht wissen, was da alles auf sie zukommt. Somit füllt sich Younes seine Tasche, Bongo füllt sich seine Taschen, die müssen ja irgendwie diese 5000 Euro, die sie an Younes gezahlt haben, rausbekommen. Das heißt, stellt euch mal vor, wie viele SMS von jungen Menschen dahin geschickt werden müssen, um diese 5000 Euro wieder rauszubekommen. Und wo kommt das ganze Geld her?
Ja, natürlich, von den Eltern der Kinder, die ihre SMS an diese Seite schicken. Und überlegt euch mal, Younes Amiri kriegt für 8 Stories, die Aufnahme dieser Stories dauert vielleicht insgesamt paar Minuten, so viel Geld, wie eure Eltern im Durchschnitt in 2 bis 3 Monaten verdienen. Und das durch harte Arbeit. Und dieses hart verdiente Geld geben die Kinder dann teilweise durch solche SMS wieder aus. Und es bleibt nicht nur bei einer SMS, nein. Die Antwort von Bongo ist immer so gestellt, dass ihr neugierig werdet und wissen wollt, wie geht's jetzt weiter, und ihr schickt direkt die nächste und die nächste und die nächste. Deswegen nennt man das Ganze hier auch eine SMS-Falle. Und wenn ihr denkt, das wäre schon alles, nein, es fängt jetzt erst an. Denn eine Person, die auch für Bongo geworben hat, hat alles aufgedeckt. Und er hat genau gezeigt, wie Younes Amiri und Co. ihre Zuschauer bewusst anlügen. Denn dieses Placement bei Bongo ist absolut geskriptet, zu 100%. Jede Emotion, die ihr zeigt, jeden Text, den ihr zeigt, jeden Satz, den ihr da sagt, ist geskriptet und vorgeschrieben, und ihr müsst euch daran halten. Das heißt, diese Influencer wissen, bevor die das überhaupt bewerben, dass sie ihre Zuschauer gerade am Verarschen sind. Younes Amiri, die 1,99 € nicht nur so klein dahingeschrieben, sondern den Hintergrund von der 1,99 € in weiß gelassen, mit einem weißen Himmel im Hintergrund, sodass man gar nichts sehen konnte. Und das ist nicht so, dass man sagen könnte, ja, der hat das einmalig gemacht, er wusste nicht, was ihn da erwartet, oder er wurde damit überrumpelt. Nein, er hat schon ganz, ganz oft Placements mit Bongo angenommen. Und er wird noch so lange damit weitermachen, solange er gewinnbringende Kundschaft an Bongo ausliefert. Und diese gewinnbringende Kundschaft sind nun mal seine naiven, dummen, jungen Zuschauer. Ja, meine lieben Freunde, und zwar, ich wollte euch mal fragen, wie es euch so geht. Ja, Friends, auch wenn 2020 so ein bisschen so ein chaotisches Jahr war, wegen allen Dingen, unter anderem auch Corona, wollte ich mich trotzdem bei euch vom Herzen bedanken für den ganzen, ganzen krassen Support. Und deswegen dachte ich mir einfach, komm, Younes, du machst mal wieder ein Gewinnspiel. Also bleibt jetzt einfach gespannt und schaut die ganzen Storys an. Ja, Freunde, und deswegen dachte ich mir einfach, ey, komm, ich frag mal wieder Bongo, ob das Leben von mir weiterhin so gut läuft. Ich weiß, viele von euch da draußen sind noch so ein bisschen skeptisch, aber Bongo hat mir wirklich immer, immer geholfen, vor allem in Sachen Liebe. Guckt mal zu, wie krass das ist. Ich schicke Bongo jetzt eine Nachricht mit Zukunft plus Name plus Stadt, und die Antwort folgt sofort. Freunde, ich musste jetzt Mariam etwas ausstellen. Bongo hat da ein bisschen zu viel verraten. Aber einfach, was so krass ist, die wissen das mit dem Musikvideo, die wissen das allgemein, wie krass das gerade bei mir läuft. Aber ich glaube, ich muss da noch ein bisschen weiter haken. Wie heftig ist das bitte? Ich habe bis jetzt nur gegoogelt, welche Location dafür perfekt wäre. Habe 1-2 Telefonate mit ein paar Juwelierhändlern geführt. Und der weiß das einfach schon. Krass. Freunde, ich bin einfach wieder zu geflasht, was Bongo mal wieder wusste. Aber jetzt seid ihr an der Reihe, Freunde. Was weiß Bongo über euch? Wenn ihr wissen wollt, was Bongo über euch weiß, schickt ihr ganz einfach eine SMS mit der Nachricht Zukunft oder verliebt plus Name plus Stadt an die jeweilige Nummer für euer Land. Oder ihr swipet hier direkt einfach hoch. Und wichtig, wichtig, Freunde, unbedingt dranbleiben jetzt, weil wir kommen jetzt nämlich auch zum Gewinnspiel. Zum Gewinnspiel, Freunde. Unter jedem da draußen, der Bongo eine Nachricht schickt und mir einen Screenshot davon schickt, kann er einen 50 € Amazon-Gutschein schicken. Ihr habt genau 24 Stunden Zeit, Freunde. Nach 24 Stunden werde ich den Gewinner in meiner Story bekannt geben. Also gebt fleißig Gas. Und deshalb ist es so extrem wichtig, dass dieses Video hier verbreitet wird. Dass wirklich jeder einzelne Zuschauer von Younes Amiri das sieht und mal checkt, was dieser Typ mit denen abzieht. Was ihr im Endeffekt für ihn wert seid. Und wie er eure Loyalität und Treue mit Füßen tritt und dann nochmal hinterher spuckt. Und ich mache dieses Video nicht nur, um diese Younes Amiri-Fans zu schützen und damit nicht solche Kommentare entstehen. Ich habe Bongo 2 Nachrichten geschickt, aber dann habe ich das hier gelesen und habe Angst bekommen. Ich habe an Bongo Stopp geschrieben, aber ich habe noch Angst, dass er trotzdem das Geld noch nehmen kann. Ich bin erst 14. Und das ist nicht der einzige Kommentar. Googelt einfach mal nach Bongo, geht auf irgendeine Seite, schaut euch die Kommentare darunter an und ihr werdet sehen, wie viele Kinder auf diese Falle reingefallen sind.
Und ich will gar nicht wissen, wie viele Kinder mit ihren Eltern Probleme bekommen haben, weil sie darauf reingefallen sind. Weil sie einem Younes Amiri, einem Daniel Perser oder einer Mariam einfach blind vertraut haben. Aber wie gesagt, die sind nicht die einzigen, denen ich mit diesem Video hier helfen will, sondern auch einem Younes Amiri. Denn schaut man sich seinen kompletten Werdegang an, seinen Ruf und was die Leute von ihm halten, scheint ihm dieses ganze Internet-Ding nicht gut zu tun. Das Ganze scheint ihm zu Kopf gestiegen zu sein. Und durch die Tatsache, dass er durch diese ganzen Fehler, die er bis jetzt begangen hat, noch nichts gelernt hat und es anstatt besser zu werden, immer nur schlimmer wird mit ihm, ist es wohl das Beste, dass er sich aus dem Internet einfach mal zurückzieht. Ihr müsst euch mal überlegen, sein in Anführungsstrichen ehemaliger Bruder, der mit ihm unterwegs war, der Baha, hat erzählt, dass ein Younes Amiri, während die durch die Stadt laufen, durch seine Stadt, mit Gemüse, Obst und anderen Sachen beworfen wird. Er wird als Hasen beleidigt. Seine komplette Familie wird damit reingezogen. Dieser Junge ist einfach gehasst, von vorne bis hinten. Und das nur, weil er das leichte Geld gerochen hat. Er ist jung, lässt sich von diesem leicht verdienten Geld blenden, denkt, das Ganze flacht irgendwann mal ab und man vergisst es und er könnte ein normales Leben führen. Aber nein, das Internet vergisst nicht. Das Internet verdirbt ihn nur weiter und immer weiter. Kein Mensch vertraut ihm mehr. Und was noch schlimmer ist, er scheint auch keinem anderen mehr zu vertrauen. Langsam wachen seine Zuschauer auf und merken, wie sie verarscht werden. Und seine ganzen Aktionen schießen nach hinten los. Und wenn dieser Hype irgendwann vorbei ist, dann gibt's wieder das böse Erwachen. Und rein niemand wird sich mehr für diesen Ehrenlosen interessieren. Aber dann wird's schon zu spät sein. Und was hat ihm das Ganze gebracht? Eine zerstörte Jugend, eine nicht mehr vorhandene Zukunft. Und das alles für paar leicht verdiente Euro. Ist es das für euch wirklich wert? Und das geht jetzt raus an dich, Younes. Du, der diese ganzen Bongo-Sachen bewirbt, schämst du dich nicht gegenüber deiner Zuschauer, die dich groß gemacht haben, die dir das Ganze, was du jetzt gerade reißt, überhaupt ermöglicht haben? Man merkt es dir doch an, dass du dich total unwohl fühlst dabei. Du lügst den Leuten, die dir blind vertrauen, zackendreist ins Gesicht, lässt sie ins offene Messer laufen, damit du deine 5000 Euro verdienst. Schmecken dir diese 5000 Euro? Wenn du dir damit Essen kaufst, geht es deinen Hals runter oder bleibt es stecken? Wie gesagt, ich meine das gar nicht böse. Denk mal über deine Zukunft nach. Ist das wirklich das, wofür du mit YouTube angefangen hast? Ich wage das mal zu bezweifeln. Das war's dann mit dem Video, Freunde. Schreibt mir wie immer eure Meinung unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bleibt sauber, bleibt real und denkt immer daran, in jedem von uns steckt ein kleiner Mustang.